Servus bei What the Food. Heute zeige ich euch, wie man so einen geilen, erfrischenden, super knusprig, tollen Salat macht. Also es geht wirklich ruckzuck. Die Croutons habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. Und der Rucola-Salat mit dem Ackersalat, mit den Karotten, mit dem Chinakohl und mein persönliches Highlight mit den Elsteräpfeln und den Orangen. Das ist unschlagbar, das Gerät. Deswegen, ihr seht es jetzt, wie es funktioniert. Als erstes starten wir mit unserem wundervollen Dressing. Dazu brauchen wir 50 Milliliter weißen Essig. Ich habe jetzt einen Balsamico-Essig. Dann brauchen wir unsere Camponzu. Das ist eine Sojasauce mit Yuzu. Da kommt ungefähr ein halber Esslöffel. Sehr aromatisch, sehr zitruslastig. Dann haben wir hier einen Esslöffel Senf. Und dann haben wir unsere Orangenfilets. Wie ihr die so schön schneiden könnt, findet ihr in einem Short von uns. Da geben wir auch die Flüssigkeit dazu. Upsala. Wenn da zwei, drei reinfallen, nicht so schlimm. Dann verrühren wir das schon mal. Und dann geben wir nach und nach unser Rapsöl dazu. Eigentlich ganz geil, wenn da so drei, vier Filets mit reingefallen sind. Kann man dann ein bisschen kaputt machen. Die geben dem Dressing auch noch mal ein bisschen schönere Textur. Ich finde einfach Dressing kann einfach richtig Bums haben. Das kann einfach Feuer haben, das kann Power haben. Weil der Salat schmeckt ja nach nichts. Noch ein kleines bisschen Salz. Wir sind ja europäisch angehaucht, deswegen reicht uns ja das Salzige von der Sojasauce nicht. Meistens. Und dann haben wir hier unser wundervolles Dressing. Eine tolle Emulsion. Also man sieht wirklich, wie sich alles verbunden hat. Und es bleibt jetzt auch so stabil. Dadurch, dass ihr das so schön aufgeschlagen habt, passiert damit jetzt eigentlich nichts mehr. Und jetzt kann man hingehen, kann seinen zweiten Schritt machen. Hier haben wir geschälte Karotten schon. Hier habe ich so ein, keine Ahnung, wie das heißt. Meistens kriegt man das in so Asialäden. Man kann da einfach hingehen und schon perfekte Streifen quasi schon aus der Karotte rausschnitzen. Deswegen haben die Asiaten auch immer so schöne kleingeschnittenes Gemüse, weil die dafür die richtigen Gerätschaften haben. Karotten super gesund, enthalten voll viel Carotin. Carotin kann allerdings im Körper nur aufgenommen werden, wenn es auch mit Verbindung mit Öl in den Körper reinkommt. Also heißt, eine Karotte so zu essen bringt eigentlich relativ wenig, außerhalb vielleicht ein paar Ballaststoffe. Und deswegen muss es immer richtig schön mit einer Art Fett, Öl, Butter, sowas ein bisschen mariniert sein. Und dann kriegt man auch das Carotin wunderbar in seinen Körper rein. Das heißt, die Karotten sind jetzt da drin. Jetzt gehen wir her und haben beim Apfel was anderes. Und zwar schälen wir den einfach einmal. Dann habe ich so einen Parisienne-Ausstecher. Damit kann man so kleine Kugeln ausstechen. Und das finde ich eigentlich ganz amüsant, bei so einem Salat mal ein bisschen eine andere Textur drin zu haben. Erstens der Apfel hat einfach einen anderen Geschmack noch. Und zweitens hat man halt einfach nochmal ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen was anderes, ein bisschen wie, was ist denn das? Dieser Moment einfach. Das finde ich eigentlich geil. Ein bisschen sauer. Ein tolles Äpfle. So, jetzt ist alles hier drin. Dann geben wir da noch unsere Orangenfilets drauf. Allerdings gefällt mir das immer ein bisschen besser, wenn die einfach noch mal halbiert sind.
Weil so kriegt man auch alles auf eine Gabel drauf. Bei jedem Biss ist alles dabei. Und dann hat man ein bisschen was Süßes von der Orange, ein bisschen was Säuerliches von Apfel. Und die Zitrusaromen werden durch die Ponzu-Soße noch ein bisschen verstärkt. Wenn man am Ende das abschmeckt, dann kann man sogar noch mal am Ende ein bisschen was drüber machen. Man muss bloß aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Hier ruhig alles mit dem Dressing vermischen. So einen schönen Chinakohl. Den mag ich eigentlich ganz gerne, wenn man den einfach fein runterschneidet. Weil wir haben ja schon eigentlich relativ viel Textur dabei. Das zeige ich jetzt trotzdem, wie ich es gerne mache. Und zwar schneide ich den einen Teil schön runter. Fein. Und den restlichen, die restliche Spitze, tue ich einfach nur einmal halbieren. Und nochmal vierteln. Und lasse die Blätter auch gerne so groß. Wenn ein, zwei größere noch dabei sein sollten. Und jetzt kann man das so machen, dass man jetzt den Rucola da drauf packt und jetzt einfach noch nicht verrühren, sondern kann man jetzt einfach so wie er ist, jetzt zur Gartenparty mitnehmen und dann auf der Gartenparty erst alles durchmischen und dann hat man einen wunderbaren Salat mitgebracht. Alle sind happy, alle haben Spaß. Und die Croutons nimmt er extra mit. Dann stelle ich das kurz auf die Seite und hole einen Teller und dann richten wir das kurz an. Das ist die angerichtete Version jetzt. Und da stecke ich jetzt einfach mal rein, dass ich alles drauf kriege. Richtig geiler Salat. Was mir am persönlich besten schmeckt, sind diese Äpfel in der Verbindung mit dem Rucola. Die bringen so einen richtig geilen, weiß ich nicht, ist eine geile Kombination. Das Dressing, die Orangen, die Croutons. Also, da macht man nichts falsch, sage ich euch. Da wird sogar der größte Nicht-Salatesser zum Salatesser. Weil das schmeckt einfach nicht nach Salat. Probiert es einfach aus. Lasst mir gerne Kommentare da, Likes. Abos. Und ja, liebe Grüße vielleicht. Probiert es einfach aus. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Ciao, ciao.